Nicht alles wurde ja schon mal gebaut bei Minecraft, oder? Kann man das so sagen? So, wie viele Stairs brauche ich da jetzt? Wir haben vielleicht sogar welche. Ich guck mal eben. So gut kenne ich mein Inventar nicht. Ja, da sind sogar welche. Da sind sogar welche. Und mit dem Rest werden wir vielleicht hier nochmal ein paar mehr machen. So. 38 Stück. Kann reichen. Dann können wir eigentlich bald schon die Wolle holen und oben uns unseren roten Fußboden und unser Schlafzimmer einrichten. Vielleicht auch ein paar Chests reinstellen. Das geht ja, weil das kann man ja jetzt unter die Treppen. Und zum Beispiel da, wo die Fackeln, da könnten überall so Dinger hin. Was will ich hier drin? Wieso stehe ich hier? So. Eine Sekunde. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte ein bisschen was ändern. Das ist mir gerade eingefallen, als ich runtergegangen bin. Die Wand hier kann komplett weg. Als ich gerade runtergegangen bin in mein Lager, meine ich. So. Und dann kommt jetzt hier, jetzt brauchen wir auch die wieder. Einmal das hin. Und jetzt machen wir dieselbe hier, so quasi wie so ein Kranz nochmal drumrum. Haben wir Cleans. Ach, Cleans, da haben wir Cobblestone, jawohl, der kommt da vorne dran. Moment, jetzt wieder auf die andere Seite hüpfen. So, so. Und, so. Die Treppe kommt dementsprechend auch woanders hin. So, 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 so. Der Block da ist natürlich falsch. Ach, fail. Ich bin echt einer, der jeden Stein so gut falsch setzt, ey. So, da einen hin, da die Treppe hin. So, machen wir das einfach erstmal fürs Erste. So, machen wir das so. So. So, so. Kann man das so anbieten? Ja, kann man, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt müssen wir dasselbe nochmal hier machen. Wo sind die Stairs? Da. Jetzt rede ich immer noch auf Englisch, obwohl Minecraft jetzt extra auf Deutsch einstellbar ist. Dup, 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 hier rüber marschieren. So und so. Perfekt. Vielleicht noch da eine Fackel drauf und hier eine Fackel drauf. Der kann wieder mit. So, was machen wir jetzt hier hin? Das würde ich noch gern fertig machen. Also erstmal kommen hier jetzt sowieso ein paar Fackeln hin, damit hier gleich nichts spawnt bei der nächsten Nacht. Was mache ich hier hin? Mache ich hier vielleicht Cobblestone-Treppen hin? Nein! Der war falsch, den habe ich gerade schon gesehen, dass der nicht sein konnte. Alter, unser Haus ist doch länger, als man denkt. Und das Lied muss mir natürlich auch wieder mehr auf den Sack gehen, als es denkt. Ja, das ist doch schon viel besser. Merry Go heißt es, glaube ich. So, das, das, das. Wir gucken uns gleich den ganzen Haufen mal von vorne an. So, das ist doch halbwegs in Ordnung. Steinziegel, oha. So, ich wollte mir das jetzt doch erstmal kurz von vorne ansehen. Nicht, dass das da oben so kacke jetzt aussieht. Moment, da gehen wir mal ein Stück weg. So sieht der Spaß also aus. Ja. Sieht ganz okay aus. Da könnten wir vielleicht noch was mit Cleanstone machen. Weil da sieht das zu einheitlich aus einfach. Gut, dann brauche ich jetzt noch ein paar Cobblestone Stairs und noch ein paar Cobblestones so an sich. So, dann machen wir die mal eben. Dann ist auch die Aufnahme bald mal wieder vorbei. Weil ich hoffe, dass langsam neue Texture Packs rauskommen für Dingens. Für Minecraft, also für das Neue jetzt. Denn ich möchte ja wieder mit meinen Texturen spielen. Kann man ja verstehen, dass man wieder mit seinen Texturen spielen möchte. Cool, und gleich sind wir sogar Level 13. Müssten nur mal irgendwas killen. Moment, und bevor es jetzt hier wieder Nacht wird und hier die Hölle losbricht, machen wir das mal eben schnell fertig da oben. Komm, spring! Ah! Und wir haben wieder den Fail mit der Leiter. Jawohl. Und ich werde dann hier in irgendwie in den nächsten Parts hier noch ein Treppenhaus hochziehen. Das kommt dann, die Fenster kommen dann wohl weg. Oder ich werde es da hier so hochziehen. Das kann ich auch machen. Werde ich dann halt sehen, was ich tue. So. Wie wollte ich das jetzt hier machen?
Genau, hier wollte ich so eine ganze Reihe bewusst aus Cobblestone machen. Habe ich Erde. Perfekt, würde ich sagen. So, dann machen wir mal so. Hops, hops. Adventure Map könnte das hier so sehen. Also ihr wolltet ja eine Adventure Map, aber ich bin da kein Fan von. Deswegen mache ich es auch nicht. Nein, aber ich mag das. Ich hasse die Adventure Maps einfach nur. Dieses Jump'n'Run, das ist für mich kein Minecraft. Irgendwann werde ich mich wahrscheinlich mal dazu überreden lassen, wenn es genug Leute nur wollen. Aber sonst erstmal nicht, denn ich habe das Minecraft-Let's Play und zwei Minecraft-Let's Plays möchte ich nicht machen. Und dieses hier werde ich auf keinen Fall stornieren, also pausieren oder beenden sogar. Deswegen erstmal Minecraft Singleplayer. Und wenn ihr da irgendwann keinen Bock mehr drauf habt, dann können wir immer noch überlegen, ob wir Adventure Map spielen. Aber so natürlich erstmal nicht. So, hier müssen wir auch noch den Cobblestone-Rand reinziehen, den ich wollte. Komm überall dran, perfekt. Jump. Ich hoffe, dieser Sound, der hier gerade kommt, heißt nicht, dass jetzt gleich mein Tod kommt oder so. Jetzt hängen wir hier natürlich halb im Baum drin. So, da kommt überall Cobblestone rein, hier in die ganzen Löcher quasi. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vergessen. Kleiner Lag mal wieder, das war mal wieder der erste nach längerer Zeit. So, und Jump. So. Vielleicht sogar hier noch. Hier noch Cobblestones rein. Cool, dann machen wir da unser Bett rein, so. Da gehe ich mal eben runter. Runter, ja. Da müssen wir die Wand noch zu Ende machen. Hoch, 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 hoch. Stopp. Und ich glaube, dann werde ich hier wirklich das Treppenhaus hinbauen. Nur wird das interessant, wie ich das dann... Also quasi, wie man das dann betritt. Hey! Junge! Was willst du? Jetzt bist du gestorben, ne? Tut mir leid. Nee, tut's mir nicht. Oh, die Schafe sind alle am Essen. Keine Tiere hier. Die Schafe könnte ich eigentlich nochmal vermehren, aber da habe ich jetzt gerade keine Zeit und Lust zu. Level 13 sind wir, by the way. So, machen wir hier die Wand mal so. Also das würde ich jetzt hier gerne noch fertig machen, schnell. Also schnell nicht, es soll ja auch ordentlich aussehen. Ah, hier kann ich kein Treppenhaus bauen. Kann ich hier ein Treppenhaus bauen? Kann ich nicht. Könnte ich schon, aber wie soll ich das dann... Wisst ihr, was ich meine? Weil hier ist ja noch unser Abgang in den Keller drunter. Und das würde ja dann das ganze Bild des Hauses noch verändern. Könnten natürlich... Nee, das werde ich dann in den nächsten Parts machen. Deswegen wird erstmal hier zugemacht. Fürs Erste reichen ja auch die Leitern. Damit wir ein bisschen was gucken können, mache ich hier mal so ein paar Glasscheiben rein. So, perfekt. Hell genug müsste es sein. Hier müssen allerdings noch Türen und Zäune hin. Das können wir eben noch wohl beenden. Dann gucken wir uns das Haus eben von vorne an. Ja, hier kommt dann halt was anderes noch hin als Treppe. Was wollte ich tun? Was wollte ich tun? Was wollte ich tun? Ach, Zäune holen, genau. Alter, irgendwas ist mit der Kaktusfarm falsch. Hier passiert ja ja nichts. Naja. Die wird schon noch funktionieren. Sonst muss ich mal ein ernstes Wort mit dir reden. So, das kann alles hier rein. Ich wollte die Zäune holen. Dann war es das auch, das fürs Erste mal wieder mit Baus, also hier mit Hausbau. Fürs Erste reicht mir das Haus so. Weitergemacht wird jetzt erstmal wieder mit, wie heißt es? Der Bambusfarm, die ich noch bauen will, oder das Anlegen der neuen Felder. Das wird auf jeden Fall noch passieren in den nächsten Parts. Jetzt für heute passiert, glaube ich, nichts mehr bei mir. Ich mache jetzt hier noch die Kisten so ein bisschen fertig. Das Glas räume ich aus. Dahin. So, die Setzlinge. Was wir allerdings machen können, ich habe nämlich gerade noch ein bisschen Lust auf Minecraft. Also Lust habe ich eigentlich generell, nur ist auch irgendwann muss ja auch mal gut sein. Ich muss jetzt auch gleich die Datei noch zum Rendern reingeben, damit während ich Abendesse noch gerendert werden kann. Und ich muss noch etwas wegen meinem halt PC, damit hier wieder alles funktioniert, regeln.
So, jetzt muss ich eben noch hoch die Zäune anbringen. Ah, das ist doch schön hier, dieses große Fenster. Da ist ein Zombie. Kann man immer sehen, was da unten abgeht. Da war noch was. Da ist noch ein Zombie. So, dann machen wir das doch hier. Fail. Was habe ich mir hier überlegt? Das ist doch grottenfalsch, was ich hier mache. Habt ihr gesehen, was ich meine? Weil wie soll ich die Zäune an mein, an das Glas ranbauen? Ich glaube, ich lasse den Balkon hier erstmal weg. Ich reiß das jetzt hier mal eben ab. Jetzt haben wir den Balkon völlig umsonst gebaut, aber so wichtig war mir der jetzt auch nicht. Zack, den Baum mal eben komplett ab. Die Stützen hole ich jetzt gleich unten. Dann könnten wir theoretisch auch zwei große Fenster machen, aber fürs Erste mache ich den jetzt einfach mal so provisorisch zu. Das Bett können wir jetzt noch mitnehmen. Und die Wolle, genau das machen wir noch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, da machen wir jetzt noch die paar Sachen. Wolle mit ins Schlafzimmer nehmen und oben fertig machen halt. Hier ist doch kein Vieh, oder? Da ist ein Vieh. Hab's gerade genau gesehen. Hinter der Ecke hier steht's. Stirb. 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 Ich hab doch gesagt, du stirbst. So, hier ist auch noch ein Fehler, dass dadurch, dass wir eben hier die Erde entfernt haben, jetzt alles sichtbar geworden. Ja, hier können wir theoretisch noch irgendwas machen an der Wand. Alter, schon richtiger Komplex hier. Richtig gut. So, was wollte ich jetzt tun? Pennen gehen, wollen, ja genau, erst oben unser Schlafzimmer fertig machen. Sekunde, Holz, 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 da, weg damit. Das brauchen wir jetzt nicht. Zwei Chests, das Schild brauche ich jetzt durchaus. Das kann ich gebrauchen, das kann ich gebrauchen. Das kann ich gebrauchen, aber ich brauche doch mehr als ich dachte. So. Zwei Schilder für da, was ich gerade vorhab. So, Moment, das packe ich mir jetzt auch alles ins Inventar unten. Boah, Alter, die Musik ist ja richtig abartig gerade wieder. So, das ist alles okay. Was brauche ich noch für da? Genau, die Wolle, die rote. Habe ich überhaupt genug? Muss ich mal eben hier ein bisschen Wolle mit Farbstoff. Zack. Haben wir schon wieder mehr. Brauche ich weiße? Ich kann natürlich auch ein bisschen was mit weiß. Ich nehme sie einfach mal mit. Kann ja nicht schaden. Blaue habe ich sogar theoretisch auch. So, dann gehen wir eben hoch. Ach, es wird schon von alleine Tag. Wir haben die Nacht quasi durchgearbeitet. Habe ich die Axt noch dabei? Jawohl, weil die werde ich ja doch noch brauchen. So. Ich bin echt ein Vollhonk. Jetzt darf ich doch wieder runterrennen, denn was braucht man in einem Schlafzimmer, beziehungsweise was macht ein Schlafzimmer zu einem Schlafzimmer? Komm her. Das Bett. Zack. Leck, 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 leck. Oh, das hat... lol. Das hat sogar zum Lied gepasst. Und dabei kam das Lied erst bei mir Millisekunden später. Ich weiß nicht, wie das im Video war. So, das nach da. Das kommt hier erstmal jetzt so dick weg. Jetzt seht ihr den Sinn des doppelten Boden. Klar, so nötig war das jetzt nicht, aber sieht auf jeden Fall schick aus. Moment, mal eben das nächste Lied. Für die Leute, die halt gefragt haben, wie ich einfach das Lied weiterspielen kann. Man hat ja, ich hab halt die Lieder alle am Windows Media Player. Und da habe ich geguckt, was für Hotkeys da sind und... auf meiner Tastatur oben ist halt so ein Zeichen für weiter und da geht dann das nächste Lied. Ich kann sogar die Lautstärke regeln mit dem Ding, nur da bin ich noch nicht so vertraut mit. So, dann haben wir hier so einen roten Fußboden. Mache ich den komplett? Ja, macht man komplett. Dafür haben wir wohl zu wenig Wolle. Aber rote Blumen, die werden wir bestimmt noch finden. Haben auf jeden Fall zu wenig Wolle. Das ist schon mal klar, weil hier ist irgendwie 5x5, brauchen wir 25, werden uns in etwa 7 fehlen, wenn ich jetzt richtig gezählt habe gerade. Ja, wie machen wir sie? Komm, da einen hin und da einen hin. Jawohl, fehlen genau 7, wie ich sagte. So, da kommt jetzt das Bett hin. So, oh, das ist auch in Rot, passt ja wunderbar.
So, dann machen wir jetzt vielleicht... lass mal überlegen. Das soll ja so ein bisschen wie ein Zimmer sein. Machen wir jetzt da und da eine Chest. Kann man die sogar... Lol. Ist das ein Bug oder ist das extra? Weil sonst kennt man das ja nicht so. So, dann brauche ich jetzt das. Das. Ich habe alles, was ich brauche. Ich könnte natürlich das auch ein bisschen anders machen. Und zwar das Bett... Stell's mal eben dahin. Und zwar könnte ich, ja, Moment. So. Und so. Das ist dann quasi wie eine Bank hier zum Gucken. Oh, schön und so, ne? Kann man ja machen. Kann man ja machen, wie man jetzt möchte. Also, man kann das Bett auch dann von mir aus so dahinter stellen oder so stellen. Ach, ganz egal. Kann ich mir immer noch überlegen, wie ich das jetzt mache. Überleg grad was. Das ist dann wie so eine Schlafkoje. Nee, das passt nicht mit den Bänken. Die Bänke müssten, glaube ich, wirklich anders stehen, weil so ist es blöd. Das Bett soll schon davor stehen. So, die Bänke machen wir dann einfach später. Die werde ich hier oben einfach schon mal einlagern, die Sachen, die wir dafür brauchen. Das wollte ich auch noch nehmen. Ein Tisch hier, Druckplatten, können wir später noch machen. BZW, was du kannst besorgen, das mach direkt jetzt. So, dann machen wir so zwei Tische vielleicht. Ja, vielleicht hier einen hin, so. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hier noch so ein Stehtisch hin. Ja, dann lasse ich das jetzt erstmal so. Gehe noch eben fix runter. Und werde noch die Axt kaputt machen, denn hinter unserem Haus muss ja noch was geändert werden. Aber wie sieht das eigentlich aus, wenn man so macht? Das ist jetzt einfach mal ein kleiner Test. Moment, so. Da ein Schild dran. Ah ne, das schwebt dann. Das will ich dann auch wieder nicht haben. So, dann machen wir jetzt hier ein Schild. Lucaranos. Wo ist das H? Meine Tastatur ist gerade zu dunkel. Beziehungsweise in meinem Zimmer ist es gerade zu dunkel. Leck. Und das sieht scheiße aus so auf dem... Ich mach's mal dahin. Lucaranos. Bin wieder halb blind hier. Ah! Haus. Ja, ist jetzt nichts Besonderes, aber ich lasse es so. So, hier wird noch was geändert, hundertprozentig. Ich weiß nur noch nicht was. So, und hier werde ich jetzt erstmal ein paar Bäume wegmachen. Also kann das auf jeden Fall nicht bleiben. So, Baum 1 ist weg. Das hat ja alles hier Schokokekskuchen gepflanzt, nur das ist irgendwie leider viel zu eng. Und hier kann ich ja nichts mehr bauen, wenn das so bleibt. Und hier ist auch irgendwo noch eine Spinne, aber ich will eigentlich gar nicht wissen, wo sie ist. Und das Blöde ist, wir können den Wald ja auch nicht einfach anzünden, weil dann würde uns hier, glaube ich, ein kleines Missgeschick passieren und wir hätten unser Haus nachher angezündet. So, dann bauen wir uns hier mal in den Baum rein. Klettern hier drin rum. So, wo sind hier noch irgendwelche Stämme, die ich hier direkt entfernen kann? Nirgendwo, dann bauen wir uns hier wieder ab. So, bitte absterben, liebe Bäume oder Blätter. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass das jetzt länger dauern soll, bis alle Blätter verschwunden sind. Das hoffe ich ja mal nicht. Da würde Notch sich keine Freunde mitmachen. Hier ist ein Skelett verreckt. Der Baum muss weg. So, der ist auch weg. Perfekt. Ja, hier fallen jetzt die Setzlinge nur so runter. Ja, ihr kommt ja bald in ein neues Gebiet. Mein, immer ruhig bleiben. So, die können wir jetzt eigentlich mal eben scheren. Wo war... Lol. Einmal, also erstens, es geht gar nicht. Erstmal, du kommst jetzt da runter, fette Spinne. Und zweitens, wo sind meine Fence-Gates? Ach, stimmt, mir ist ja hier mal weit um die Luft gegangen, um die Ohren geflogen. Und dabei habe ich wahrscheinlich keine Fence Gates eingesetzt, sondern einfach nur Zäune, damit die Tiere Hauptsache in dem Ding festsitzen. Zwei Fence Gates, mal eben schnell hochsprinten. Habe jetzt auch keinen Bock, die noch zu vermehren. Ich ziehe den jetzt eben noch das Fell über die Ohren und dann ist gut. Dann habe ich auch heute genug aufgenommen. So. Hallo. Wolle. Dankeschön, Dankeschön. Danke, danke, danke. Nichts zu danken, danke.
Lasst mich durch. So. Wie viel haben wir gerade geholt? 11 Wolle. Oh, 11 rote Wolle. Das heißt, das ist jetzt wirklich das Letzte, was ich mache. Mann. Wir gehen noch schnell hoch. Ganz schnell. Ach, komm. Machen oben die Wolle rein. Und dann war es das. Für heute. Morgen nehme ich wieder 1000 Parts auf. Nein. Der war fail. Komm, der war fail. Wieder. Komm, so, so. Ah. So, Alter. So, den Rest Wolle tue ich hier rein. Den auch. So, und dann werde ich halt für die nächsten Parts mein Inventar herrichten. Hoffe, dass bis dahin die Texturen wieder alle funktionieren. So, einmal hier abdüsen nach unten. Wenn es nicht rumlegen würde gerade. Inventar räume ich offline aus. Damit muss ich euch jetzt nicht noch voll nudeln. Habe ich gerade Schritte gehört vom Creeper oder so? Moment. Ach, hier hat man eben Gravel abgebaut, genau. So, und dann gucken wir jetzt nochmal zum Ende des Parts, was wir heute geschafft haben. Ja, das kann man so lassen, auch wenn die Fenster eine andere Höhe haben als die Fenster, aber das geht ja nur mal nun mal nicht anders wegen dieser Stufe. Ja, mit dem Blick auf das Haus, mit Zufriedenheit im Herzen, dass wir was geschafft haben. Einen Mob-Spawner haben wir gefunden, eine Schneewelt haben wir gefunden. Ja, damit verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.